So, wieder einer mehr im Team. So. Wir könnten hier ja jetzt mal wieder was anderes nach vorne packen. Scuddy hängt gerade ein bisschen hinterher. Okay, der... Ach ja, damals gab es ja noch nicht diesen unfairen EP-Teil da. Nee. Gut, was heißt unfair? Das ist eigentlich ziemlich spitze. Der neue EP-Teil da. Irgendjemand hat mich gerade auf Facebook... Das ist ja jetzt auch schon zwei Generationen so. Ach, jemand hat mich gerade auf Facebook angeschrieben. Okay. Wie un... Erstmal Facebook aufmachen. Nee, mache ich jetzt nicht. Nein, ich meinte mich dafür nicht. Ach hey, ja. Superschall, ich liebe es. Dann darf Konchan weitermachen. Ich gehe mal nach wie vor nicht davon aus, dass das Ding irgendwelche Wasserattacken beherrscht. Ach ja, und die nächste Generation wird ja dann so mein Eintritt in die Competitive-Spielerwelt. Ja, die Hälfte von meinen Zuchtresten hast du ja schon bekommen. Ja. Smog will er lernen. Nein, kriegst du nicht. Fürs Rauchen bin immer noch ich zuständig. 140 Poké-Dollar, ich fühle mich hier verarscht von denen. 140. Was haben Schwimmer für einen Basiswert? Welches Level hatte das Gold King jetzt? Naja. So, wir dürfen auch auf jeden Fall ein Pokémon in den Seeschauminseln fangen. Und da schauen wir doch gleich mal, was das ist. Habe ich schon. Da dürfen wir nochmal suchen. Und noch mehr Zubats. Yay! So, schon wieder ein Zubat. Eisheiler. Und schon wieder ein Zubat. Wird ja niemals langweilig. Was erwartest du bei der Höhle? Ja, so. Guck mal, findest du auch nur, wenn du tiefer gehst, also in die tieferen Stockwerke. Arktos gab's doch da, glaube ich, in den. Ja, aber Arktos will ich mir jetzt gar nicht mehr holen, weil. Erstens mal ist das jetzt hier mein Routen-Pokémon und zweitens. Ja. Moment, ich mache hier einfach mal einen Konfu-Strahl rein. Vielleicht haut er sich ein paar Mal selber. Also du fängst jetzt Fleckmon. Ja. Muss ich ja. Ja. Nuzlocke-Regel. Würde ich ja auch Schutz nehmen können. Das habe ich im Kraftwerk schon gemacht und bei Arktos bin ich jetzt nicht so scharf drauf. Ich glaube, ein Schaufler von Vulnona sollte das Ding übernehmen. Ich meine, Vulnona hat jetzt nicht den besten Angriffswert. Da sind jetzt nur 13 Level dazwischen. Fleckmon hat eine gute Def. Ich lache, wenn es jetzt stirbt, weil es sich selbst verletzt hat. Na, das macht bei dem jetzt nicht wirklich was. Sag ich doch. So, auf jeden Fall ist er jetzt schon ein bisschen geschwächt. Dann hätten wir mal wieder ein Pokémon mit guter physischer Def im Team. So, haben wir's. Diesmal haben wir ein Weibchen. Ja, ich weiß schon, ich habe bei Mädels habe ich noch jemanden aus der Twitter-Gruppe, den ich noch nicht drin habe, nämlich die Ria. Die ist zwar eigentlich ein Plinfer, aber gibt's ja hier noch nicht. So.
So. Yay, Geld. So, welche Treppe muss ich hier nochmal nehmen? Ich glaube, die hier führt tiefer rein. Eine Riesenperle, noch mehr Geld. Okay, hier haben wir sonst nur die Leiter nach unten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Hier. Ich finde die Musik hier eigentlich sehr schön. So, der Weg zu Arktos wäre jetzt rein theoretisch frei. Ja. Aber er darf sie ja nicht fangen. Ja. Darf ich nicht, aber ich kann trotzdem mal bei ihm vorbeischauen. Da ist er nämlich. Hallo Arktos. Hallo Arktos. Tschüss Arktos. Also Arktos ist so vom Design her von den dreien mein Liebling. Ja, ist leider der schwächste von den dreien. Ja. So. Ja gut, und von den Hunden ist es... das schöne Entei. Welches ich am liebsten mag. Na gut, da hat jeder seinen eigenen Favoriten. Yuki zum Beispiel mag am ehesten Raikou. Ja. Ein Wasserstein. Gibt zwar, glaube ich, nichts, was sich mit dem Ding entwickelt gerade, aber... Und was ist so dein Liebling von den dreien? Von den Hunden meinst du? Also Raubkatzen? Das ist schwierig, weil ich mag die alle drei nicht sonderlich gern. Ich finde sie alle drei verdammt stark. Okay. Ich glaube, wir haben ziemlich alles erledigt, was wir erledigen können hier. Ich bin gerade am überlegen, was gab es in der dritten Generation nochmal für ein Trio? Die Regis. Stimmt, die Regis. Wo dann später halt noch ein viertes dazu kam in der darauffolgenden Gen. Ja, Regi Gigas, der schwächste von den Vieren ist. Ja, aber auch nur wegen seiner Fähigkeit. Ja. Die Fähigkeit wäre es aber auch verdammt overpowered. So stark jetzt auch wieder nicht. Und dann Angriffswert her. Könnte man schön in das Overpowered Tier packen und ein gutes. So hier sind ja alle nicht so weit oben im Tier. Nicht wirklich, nee. Regis Deal ist ganz gut, weil es sehr wenig Schwächen hat und zwei gute Verteidigungswerte. Feuer und Kampf als Schwäche. Und Boden. Boden. Aber mit 80, 150, 150 Def brauchst du bei dem Ding keine großen Sorgen machen. Verteidigungswerte von dem sind super. Ja. Die Verteidigungswerte von den Regis sind allgemein gut, weil also bei den anderen ist halt voll auf eine verteilt. Also der Regi Rock ist 200 in der physischen und 100 in der speziellen. Und bei Rega ist umgekehrt, der hat 100 physisch und 200 speziell. So. Ja. Halte mich für verrückt, aber ich bin der Meinung, Flammenwurf ist hier die stärkste Attacke. Das blöde Terrakium will nicht drin bleiben. Auf Sepa und Seemon immer speziell draufhauen. Ein Europe kommt hier noch.
Ja, wobei, bleiben wir mit Skadi drin. Europe kann, glaube ich, auch keine so, also nicht wirklich viele Wasserattacken. Bei Europe ist es aber jetzt wieder fast egal, wie man draufhaut. Erholung. Ich kann jetzt ja mal testhalber schauen, wie viel ein Flammenwurf zum Vergleich abzieht. Sollte aber ungefähr gleich sein. Oder auch nicht. Ah, dann hat das Ding Speckschicht, okay. Ach ja, die gute Speckschicht. Ja. Eine von Europes Fähigkeiten und so. Hm. Ist auch eigentlich eine sehr gute Fähigkeit. Ja, halber Schaden von Feuer und Eis. Ja. Wobei das Pokémon, das diese Fähigkeit am besten ausnutzt, Mega Bisaflor ist. Ja. Schwächt dann seine Schwächen um die Hälfte. Hm. Also seine Schwächen. Vogelfänger Amatus mit einem Ibitak. Ich bin mal kurz aufgehört, ich muss mal kurz runtergehen. Mach das. Ich probiert gerade Akkordeon zu spielen und das wird bestimmt witzig. Alles also klar. Bis gleich. Ja, bis gleich. Na gut, dann muss ich hier wieder Alleinunterhalter spielen jetzt. Na gut, sind jetzt eh dann relativ bald bei der Zinnoberinsel. Und mal schauen, ob wir dann noch weitermachen oder nicht. Ich könnte ja auch noch die Route Richtung Alabastia rauf noch wegmachen von Trainern. Wieder auf dem Wasser, aber wenn Skadi. Also Skadi kriegt das schon hin, irgendwie. Na gut, einen Muschas kriegen wir mit dem Flammenwurf noch weggebrannt. Bei 25 Spätzdef-Basis überlebt ihr das nicht. Ja, es sei denn, er macht ein Schutzschild. Aber auf Muschas, Austers, Sepa und Simon immer speziell draufhauen. Da ist ihre schwächere Verteidigung. Okay, Austausch kriegen wir dann vielleicht sogar noch einfacher weggebrutzelt, weil das Ding hat ja sogar noch einen Eistyp. Da sind wir mit Feuer neutral drauf. Gibt wenigstens gute EP. Langsam gehen Skadi auch die AP aus, zumindest vom Flammenwurf. So. Nächster Trainer bitte. Schwimmer Dagobert. Einem Level 35 Stern, du. Ich finde es ja toll, dass dieser Geheimpower Dingens fast jedes Mal funktioniert. Diese Zusatzeffekte. Aber Fluchtwert erhöhen, das ist mal wieder ganz, ganz tolle Hausnummer. Level 42.
habe irgendwie das Gefühl, Schwimmer sind echt die Ärmsten von den Armen. Die haben immer gar kein Geld dabei. Ein Goldini weniger. Und ein Goldking kriegen wir auch noch hinterher. Eigentlich noch irgendwas, was trainiert werden müsste. Gerade nicht wirklich. Die Schwimmerin Melissa. Ein Quapsel. Das Ding kann zwar mit ziemlicher Sicherheit irgendwelche Wasserattacken, aber ich glaube, das Ding kriege ich auch noch gewonnen hättet. Goldking, ja gut, hauen wir auch gleich noch weg. Das dürfte dann, nachdem es ein Goldking ist, auch ein Level-Up werden. Drei Schaden, ist ja süß. Reicht das für ein Level-Up? Ja, reicht. Level 42. Und da kommen jetzt Angriff und Verteidigung über die 100 drüber. Kratzfurie. Nein, danke. Laprisu darf wieder nach vorne und oh, wir sind eh schon da. Okay. So, nachdem Crow jetzt ja auch immer noch weg ist, mache ich mal eine ganz kurze Pinkelpause. Ich bin gleich wieder für euch da. So, ich bin wieder da und der Crow ist auch wieder da. Und ja. Wir machen. Ich bin auch wieder da. Yep, genau. So. War es nicht so, dass man den Altbernstein mit auch noch bekommt? Ja, kriegt man auch in Marmoria City, aber Aerodactyl finde ich in Gen 3 wirklich nicht stark. Warum hast du dich eigentlich für das Helix-Fossil entschieden, nicht für das Dom-Fossil? Weil Amoroso bessere Attacken lernt. In Gen 3 zumindest noch. So. Mal schauen, ob wir das irgendwann noch abholen. Es wäre auf jeden Fall ein zweites Wasser-Pokémon. No. Was jetzt gerade für die nächste Arena recht praktisch wäre. Vielleicht trainiere ich das bis zum nächsten Mal einfach offscreen und dann... Weil ich glaube, die Arena werde ich heute nicht mehr anpacken. Wobei, so schwer wird die Arena eh nicht. Ich meine, ich habe ein Wasser-Pokémon und ein Boden-Pokémon dabei.